Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Elias Kaltenberger und ich zeige euch heute den coolen Kameragurt, den ich immer wieder auf Hochzeiten verwende. Vor- und Nachteile und ob ich ihn empfehlen kann oder nicht, erfahrst du in diesem Video. Let's go! Gleich vorweg, der Kameragurt ist ein Ledergurt, das heißt, es ist echt Leder. Und ich würde jetzt einfach gleich einmal so auf die Vorteile eingehen. Das heißt, überhaupt als Hochzeitsfotograf, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag eine Hochzeit fotografiert, ist halt, ich habe am Anfang zum Beispiel immer mit den normalen Kameragurten gearbeitet, einen da hängen gehabt und einen dann über die Schulter und den anderen irgendwie noch über den Hals oder so. Und habe immer aufpassen müssen, dass nicht, wenn ich mich hinknie, dass eine Kamera runterfällt. Und deswegen habe ich mich dann auf die Suche begeben nach so einem Kameragurt, nach einem wirklich so einem, ich sage mal, Waffengurt eigentlich. Also ich bekomme immer wieder zu hören, dass das so ein, ich schaue aus wie so ein Cowboy, wenn ich da mit den zwei Pistolen quasi daherkomme. Und Vorteile sind ganz klar, du kannst einen ganzen Tag eigentlich ohne Probleme die Hochzeit fotografieren, ohne dass du jetzt das Gewicht von einer 5D und einer zweiten 5D oder einer 6D habe ich da jetzt, dass du das wirklich spürst. Weil das Gewicht verlagert sich einfach auf beide Schultern und ist gleichmäßig ausgependelt. Das ist sehr, sehr gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was auch natürlich noch ein Vorteil ist, ist, du hast da so Laschen. Und du könntest theoretisch dann noch eine dritte Kamera herhängen, was ich persönlich noch nie gemacht habe, weil mir einfach zwei Kameras reichen. Und Vorteile sind einfach, es sieht cool aus, es sieht stylisch aus, überhaupt mit Hemd und Anzug zum Beispiel. Auf jeden Fall richtig, richtig cool in der Handhabung. Du kannst dich frei bewegen, du kannst die Kameras schwingen lassen ohne Probleme. Und also nie wieder eine Hochzeit ohne diesen Kameragurt. Kommen wir zu den Nachteilen. So schön der Kameragurt auch ist, zwei Nachteile hat er. Ein Nachteil ist einfach, wenn ich jetzt ein helles Hemd anhabe, also ein weißes Hemd zum Beispiel, oder wenn du jetzt eine Frau bist und eine weiße Bluse anhast, kann es sein, dass der abfärbt. Also das ist ein Rauleder. Bei ständiger Benutzung, bei der Hochzeit einfach, wenn du ein bisschen schwitzt und so weiter und so fort, kann es sehr leicht sein, dass da einfach so ein brauner Fleck entsteht, beziehungsweise einfach so braune Abfärbungen sind. Das ist so ein Manko. Es kann vielleicht sein, bei anderen Kameragurten, dass das besser ist. Bei dem färbt es jetzt leider ab, weil es einfach ein Rohleder ist. Und Nachteil Nummer zwei ist einfach, wenn du ihn runtergibst, das heißt, du musst ihn halt so runtergeben, und du musst echt aufpassen, dass du den so auch wieder hinhängst, auf dem Sessel zum Beispiel. Weil ich habe schon oft gehabt, dass ich ihn, ja, so wie jetzt zum Beispiel, ein bisschen verwurschtelt dann einfach ist und ich nicht wirklich gleich wieder auseinander biegen habe können einfach, gell? Weil dann ist da irgendwie was verwurschtelt und da dann noch. Und meistens passiert es so, wenn du in den Kamerarucksack reingibst, ohne Kameras, und einfach nur reinknüllst oder was, dann kann es leicht sein, dass ein paar Minuten dauert, 5 bis 10 Minuten, dass den ganzen Gurt wieder auseinander, ja, dass er wieder gerichtet ist. Aber das kommt dann mit der Übung. Wo habe ich den Kameragurt her? Also wenn du den Kameragurt auch verwenden willst, bei Hochzeiten zum Beispiel, Kostenpunkt war circa, ich sage mal, zwischen 70 und 100 Euro plus minus, so in der Region, hat sich der eingependelt. Und wo habe ich den her? Bei Etsy, glaube ich, heißt die Plattform. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Liefern, glaube ich, europaweit, was ich weiß, und kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast zum Kameragurt, schreib es einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde es beantworten. Und wenn du mehr solcher Videos sehen willst, drück einfach auf Abonnieren und du verpasst kein Video mehr von mir. Ich wünsche dir viel Spaß und hoffentlich viel Freude mit deinem Kameragurt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss, dein Elias.